So, hier ist schon, sie ist ja wahnsinnig unsicher. Und da ist es wichtig, jetzt musst du ihr totale Souveränität, in dem Moment, wo sie sieht, dass du hier abbiegst und hier lang gehst, muss der Arm sofort runter. Ah, siehst du, das habe ich dann genau falsch verstanden, weil ich habe gedacht, dadurch, dass ich ihn oben halte, sage ich ihr, guck mal, ich bin präsent und ich gehe voraus und ich bin für dich da. Nee, indem du eben vorausgehst und präsent vorausgehst, aber selbstverständlich den Arm jetzt runternimmst. Okay. Jetzt ist klar, sie muss abbiegen. Das hat sie mitgekriegt, weil sie läuft ihr hinterher. Mhm. So, und spätestens jetzt, wo sie mit dem Kopf durch die Tür ist, muss dein Arm runtergehen, dass es, also du folgst ihr, also du musst dir vorstellen, als hättest du die Abia dran. Das ist ganz klar, dass das Pferd mitgeht. Okay. Okay. Jetzt musst du, das ist wieder wie bei den Naturgesetzen, du musst das erschaffen, was du dir wünschst. Und das kannst du nur, indem du es vormachst. Und jetzt, wenn du so dran bleibst und ihr den so entgegenstreckst, kontrollierst du sie. Ja, okay. Ich halte dich hier auf der Spur, weil den Weg bis hierher sperre ich. Ja. Du hast hier zu gehen, heißt es. Ja. Und dadurch kriegt sie von Anfang an einen kleinen Raum, in dem sie sich bewegen soll. Es wäre aber wichtig, dass sie sich erfährt, dass sie quasi einfach 1 Meter bis 1,5 Meter Seil hat, du zügig durchgehst, nicht die Verbindung aufgeben, falls sie irgendwo Gras oder abbiegt beim Stroh, dass du das schon mitkriegst, dass du dann sagen kannst, na komm, geh weiter. Aber dass sie quasi so viel Abstand zu dir hat, dass sie durchgehen kann, nach links und nach rechts gucken kann, ohne sich durch deinen Arm kontrolliert zu fühlen und eben ihre Erfahrungen in dieser Stallgasse machen kann. Das ist ganz wichtig. Die macht sie so auch, das darf man nicht unterschätzen, aber sie macht sie unter deiner Kontrolle, weil du den Arm... Das heißt, ich lasse ihn wahrscheinlich dann je nach Gefühl nicht ganz, ganz hängen, sondern ich bleibe schon da, aber eben nicht das, sondern... Genau. Also ich lasse ihn höchstens so kurz gedreht nach hinten, dass ich spüre, was mit dem Seil ist und dass ich reagieren kann. Aber nicht so rausstrecken und den Raum beanspruchen, weil du mit der Hand einfach die Hälfte vom Raum beanspruchst. Ja, ja, okay. Gell? Auch hier, jetzt bist du ein Stück zu langsam, sie ist unmittelbar hinter dir, jetzt biegt sie eben zum Stroh ab. Und da wäre besser, du merkst, an ihr merke ich, dass du ihr zu nah bist und dass sie... jetzt was selber erkunden will. Jetzt will sie was erkunden und da du ja noch so nah dran bist, weiß sie, ich habe genug Zeit. Die Alte ist eh so langsam. Verstehst du? Daran sehe ich, dass das Pferd schneller ist wie du. Und das ist eben nicht gut. Wenn, mit dem Soba wäre das das Gleiche. Wenn du so weißt, du hast so ein Riesenpferd hinter dir, das große Schritte macht, dann musst du von Haus aus bei solchen Sachen schneller durchgehen, damit die keine... nicht auf andere Gedanken kommen. Umso langsamer du da durchgehst, umso mehr zeigt es dem Pferd, dass es gar nicht erwünscht ist, zu gehen, sondern dass es erwünscht ist, zu untersuchen. Pferde gehen nur langsam, wenn sie was untersuchen. Und wenn du da langsam durchgehst, dann untersuchst du auch was. Und dann fängt sie auch an, etwas zu untersuchen. Und damit verlierst du sie und bringst sie erst auf die Faxen. Ne? Bei mir, ich marschiere da mit jedem Pferd durch wie nix. Ja. So schnell können die gar nicht kommen, im Schauen gar nicht mit, weil sonst verlieren sie mich. Und das ist die Erfahrung, die sie am langen Seil machen sollen. Oh, die geht ja schon weiter. Okay. Und alleine will ich die Erfahrung jetzt auch hier nicht. Ja. Ne? Und da wollen wir hin, dass wir sie immer psychologisch ansprechen. Ja, und jetzt macht sie, jetzt sieht man, jetzt verkriecht sie sich hinter dir. Und das ist auch schlecht, weil du bist immer noch so langsam. Und jetzt hat ihr das alles so ein bisschen Angst gemacht, dann scheppert's. Und dann sagt sie, oh, das sind aber unheimliche Geräusche, kommen die vielleicht da raus, und dann gehe ich lieber hinter meinem Frauli. Die geht auch so zögerlich dadurch. Also da wäre dann eben gut, dass wenn sie dieses Geschepper hört und du bist schon 2 Meter vorn, weil du am Ende vom Seil bist, dass sie dann sagt, ah ja, okay, da scheppert's, aber die geht da durch, die lässt sich nichts anmerken, die ist entspannt, weil der Arm ist entspannt. Und so kann das Pferd eben, in den ersten Minuten ist es so wichtig, dass du diese Kompetenz einfach auch zeigst. Genau, jetzt wärst du schon bei einem guten Abstand, aber jetzt kontrollierst du wieder nach hinten.
Weil die anderen Pferde kamen, deswegen bin ich dann da rein. Genau, das wäre aber dann auch eine Entscheidung, um sie auch wieder erfahren zu lassen. Ich gehe jetzt da vorbei und ich rechne aber damit, dass sie da stehen bleibt und das Pferd kennenlernen will. Und dann bist du 2 Meter weg vom Seil und sie kann diese Erfahrung machen, das Pferd hier kennenzulernen. Und wenn die hier rumflippen und hier ist kein Stromzaun, hier ist keine Gefahr, hier ist Holz, da können sie sich maximal die Knie anhauen. Das ist der beste Moment, wo du ihr lernen kannst. So ist es, wenn man fremde Pferde kennenlernt. Okay. Die beißen mal zu, die steigen vielleicht, die machen nichts, sind freundlich. Also für ein junges Pferd wahnsinnig wichtig. Du gehst, marschierst da durch, rechnest aber damit, dass sie stehen bleibt und dass du nicht ziehst und sie wegziehst. Sondern sie das machen lassen. Sondern einfach dann locker lässt, dich umdrehst und sagst, ach, du willst sie gerade kennenlernen. Okay. Und dann bleibst du mindestens auf 1,5 Meter Abstand, dass falls sie da rumeinander haut, dass du nicht ins Kreuzfeuer kommst. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, das wird ganz blöd mit denen, die da stehen, dann sage ich dem Pferd, so, jetzt gehen wir weiter. Schau, du hast deine Erfahrung machen dürfen. Und jetzt sage ich aber, dass wir weitergehen, das ist genug. Ich bestimme, das ist genug. Oder du kannst sie noch stehen lassen, 3-4 Minuten, wenn sie gerade jemanden toll findet und sagen, ja, dann stehen wir hier. Okay. Wichtig ist, dass du nicht anfängst so, ich will aber gehen und du willst noch nicht, aber ich will, aber du willst noch nicht. Und dass es dann eben diese Unklarheit wieder gibt, sondern ein klares Ja zu allem, was sie lernen möchte, weil sie ist wie ein Kind und sie möchte die Welt kennenlernen und du solltest es ihr nicht verbieten. Und in dem Moment, wo du sie so kurz vorbeiführst oder eben das unterbindest, warum auch immer, wenn der Tierarzt da ist und wir haben es eilig, dann ist es nicht so toll, aber ansonsten sollte es sein, weil sie sonst immer denkt, das darf ich alles nicht. Es ist immer schlecht, was sie nicht darf. Sie darf alles, sie soll erkennen, dass du gibst sie frei, aber du leitest sie an, sodass es besser für sie ist. Und da, in die Erfahrung muss sie kommen. Weil wenn der Finn sie jetzt da beißt oder so, dann wird sie froh sein, wenn du im gleichen Moment sagst, na komm, lass uns weitergehen, der ist blöd. Ne? Also immer fürs Pferd entscheiden, aufs Pferd schauen, aber ihm immer auch, wie bei den Kindern auch in der Erziehung, einfach nur da sein und für die Sicherheit sorgen, aber sie alles erfahren lassen, was sie neugierig erfahren möchten. Ne? Da wo viele dann zu übervorsichtig oder überbehütend sind und nicht loslassen können. Da wäre ganz wichtig, dass diese Hand verschwindet. Ne? Weil damit kontrollierst du auch, wie sie schnuppert. Ja. Ne? Ja. Es ist kein Ja zu dem Ja, untersuch den Boden, sondern Ja, untersuch den Boden, ich bin aber da. Ich mache das mit und ich sage in der Sekunde, wo ich das nicht mehr mag, ne? das kann ich machen, wenn ich über Gras gehe. Wo ich sage, wenn das Pferd sagt, ich will aber nur riechen, nicht fressen, dann kann ich sagen, ja, aber nicht so gern. Aber hier gibt es wirklich Gerüche, die sie untersuchen möchte, damit sie eben lernt, was haben Gerüche zu bedeuten. Das ist ja die Bildzeitung schlechthin für die Pferde, wenn am Boden einfach Gerüche sind. Weil du kriegst ja wieder viel mehr Kompetenz, wenn du sie zum Beispiel hier schon lang loslässt, dann kann sie hier riechen, du gehst weiter, lässt das Seil durchlaufen bis auf den letzten Meter. Schau, sie schüttelt nämlich jetzt den Kopf, es passt ihr nämlich gar nicht, dass du ihr das verbietest oder sie einfach so kontrollierst. Und wenn du dann bis hier durchgelaufen lassen hast und jetzt müsstest du die Kontrolle wieder aufnehmen, weil sowieso Gras kommt, dann erscheinst du als jemand, der einfach absolut weiß, wann er was tut. Und der nichts Unnötiges tut. Weil das Aufnehmen, das immer wieder aus der Ruheposition rauskommt, heißt immer wieder für das Pferd so, ach, bis jetzt hat die ja nichts dagegen gehabt, was ich gemacht habe. Und jetzt muss ich wieder hören, jetzt scheint es wichtig zu sein. Und wenn wir das immer machen, ist es immer wichtig und das langweilt das Pferd total, weil immer wichtig ist nur purer Stress. Ja, ja, verstehe. Genau, hier ist es gut, ne? Weil hier ist überall Gras und bis zum Tor ist es einfach besser, weil wenn du jetzt loslässt, frisst sie. Hier ist es wirklich wichtig, eben um zu halten und zu sagen, hey, hier müssen wir das so machen. Und das ist ja drum, ich bin auch sehr streng zu meinen Pferden. Ja? Also,
Da gibt es kein Pillepalle und kein Durcheinander. Aber deswegen nehmen die mich ja so gerne sofort so ernst, weil ich einfach wirklich sofort loslasse, wenn es keinen Grund gibt. Aber eben so lang aufnehme und oben halte, wie die wissen dann schon, ja, wenn die das sagt, dann wird es schon so sein. Ne? Genau, das war gut, auch akustisch. So, das ist eine ganz wichtige Zone. In dieser Zone sind ja viele Gefahren. Erstens die Tür, die sehen Sie zwar relativ schnell, dass da eine Tür ist und kein Loch ist, aber danach kommt ja das Loch. Und das weißt du ja, dass das kommt. Das heißt, vor diesem Loch, das nach dieser Tür kommt, können Sie am meisten Angst haben. Okay. Weil das ist einfach das ist ein Löwenvorsprung. Ja? Da kann alles Mögliche rauskommen aus diesem Loch. Und da wäre es halt wirklich gut, wenn du vorher entweder auf dieser Seite wärst. Ja. Und vor allem erstens auf dieser Seite und am besten noch auf dieser Seite und einen Meter weiter vorne. Mhm. Dass, wenn sie dann vorbeiläuft, wieder sich erfährt, so, oh ja, da ist die gerade ganz cool vorbeigegangen mit hängender Hand. Und dann muss ich auch keine Angst haben. Weil jetzt ist einfach die Zeit, wo das Pferd jung ist, wo sie dich beobachtet. Wie gehst du mit diesen Situationen um? Und durch das, dass du dich jetzt hier durchdrückst, jetzt ziehst du nochmal kurz. Das heißt, sie erfährt das wieder als Kontrolle. Ja. Ist einfach so. Und jetzt ist sie aber da. Jetzt müsstest du spätestens den Arm wenigstens fallen lassen, um zu sagen, jetzt kommt gleich eine gefährliche Situation. Du weißt es. Aber ich tue jetzt so, als käme einfach keine. Und das kannst du natürlich nur wieder signalisieren, indem du entspannt bist. Durch das, dass du den Arm jetzt oben lässt, bist du nicht entspannt. Und sie sagt, ups, wird es denn hier gefährlich? Und das wird es ja dann auch. Die Bestätigung ist ja dann auch da. Hier ist eine Kuhle, da kommt jetzt gleich nochmal ein Loch. Und sie hat ja, glaube ich, auch relativ schnell jetzt zum Traben angefangen. Ja. Man sieht es auch an der Ohrenstellung, genauso, ah, schau, wie sie guckt, so, oh, und da kommt was, ne? Da trabe ich lieber ganz schnell vorbei an der Gefahr. Okay. Und jetzt hat sie die Erfahrung gemacht, oh, Frauli schickt mich den Löwen vor, ja. Sie lässt mich diese dunklen Löcher bewältigen und sie versteckt sich hier hinter mir, neben mir, neben meinem Körper. Also ich soll gefressen werden, wenn es drauf ankommt. Okay. Das ist jetzt die Erfahrung. Und so guckt sie auch so sparsam. Ne? So, ja. Oh, nix wie durch. Ja, das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ja. Das, ja. Und schau, wie weit sie überträgt. Und jetzt kommt nochmal, da kommt ein Gebüsch. Das ist ihr alles fremd. Okay. Die Gefahr kommt tatsächlich immer nur von dieser Seite. Okay. Der Stall ist ihr vertraut und die Paddocks. Mhm. Da können nur die Pferde kommen. Es gibt auch Pferde, die sind auch mal auf der anderen Seite blöd. Aber das ist auch was ich versuche. Versuche den Kontakt zu behalten. Was, wenn zwei gefährliche Seiten sind? Ja? Okay, welche Seite ist für dich schlimmer? Ja. Und das merke ich relativ schnell, indem ich schaue, das Pferd drückt nach links. Ja, ja, ja. Pferd drückt nach links, ganz klarer Fall. Okay, entweder ich gehe ganz nach rechts, sodass ich eben nicht in sowas reinkomme, in so ein Geschubse, ganz nach rechts und vor. Mache ich dann auch immer, weil ich mit dem Finn habe ich das Gleiche. Mhm. Ja, der drückt auch immer dann auf eine Seite, weil er von da Angst hat. Dann komme ich aber nicht noch weiter rüber, weil er so groß und so schnell ist. Dann gehe ich zumindest dorthin und marschiere dann ein bisschen zügiger, damit er sieht, ich bin aber 2 Meter weiter vorne, braucht er gar keine Angst haben, weder von links noch von rechts. Mhm. Also wir müssen immer wieder schauen, vor, und damit sie nicht vorne ist. Ne? Jetzt ist sie genau die ganze Zeit ausgeliefert. Seit diesem Moment, wo sie angetrabt ist, macht sie das jetzt alleine. Ja. Irgendwie. Okay. Und dich zieht sie nur noch hinterher. Ja. Weil sie sagt, oh Gott, und die Alte, die hat mich auch noch am Halfter. Die muss ja noch aufpassen. Wenn ich flüchten muss, dann muss ich die ja noch mitziehen. Mhm. Ne? Und auch hier aufpassen, ne? Da, wenn jetzt eben was um die Ecke schießt und so, dann bist du auch in einer ganz schlechten Position hier. Ja. Und wenn ich das schon habe, dass ich da nicht mehr vorkomme, ist mir auch schon passiert, ja. Und ich weiß, okay, da ist ein Pferd, das könnte jetzt Angst haben, weil das erste Mal da runtergeht oder was auch immer, dann lasse ich das Pferd
relativ gut los, dass sie eben dieses Scheuen machen kann und bleibt ganz am Pfosten. Also wirklich dann hier ist mein Weg, damit das Pferd echt dann diesen Schwung nimmt wieder, okay, aber sie steht mir nicht im Weg. Gell, also immer wenn wir es nicht auf die Reihe gekriegt haben und verpasst haben, wenigstens aus dem Weg gehen, damit die Pferde sehen, ja, aber ich habe allen Platz der Welt und ich lasse dann auch das Seil los und lasse sie scheuen, hol sie dann wieder her und sage, alles okay. Wenn du das brauchst, dass du scheust, dann darfst du das auch machen. Ja. Aber wisse, dass du es weit genug wegmachst von mir, dass sie auch diese Erfahrung machen. Ah ja, okay, weil es ist immer schlecht, wenn sie dann mit uns zusammenrumpeln, dann wissen sie die Erfahrung im Moment, oh Gott, wenn ich scheue und dann, oh Gott, und dann renne ich sie auch noch über den Haufen. Na? Und sie sehen es halt immer nur, dass du im Weg stehst, wenn sie scheuen. Ja. Und damit bist du immer lästig eher. Und hier haben wir es wieder. Ja. Ja, das ist das, was ich eben bei der Julia heute auch gesehen habe mit dem Soba, dieses Sperren. Ja. Das ist ganz schlecht. Jetzt geht sie ja gerade aus. Sie will gerade nicht fressen. Das ist der Moment, wo du entspannt gehen musst. Ja. Wenn sie wieder was anderes tut und was anderes sagt, dann kann man kurz so machen, aber es geht eben darum, die können nicht mehr hören auf uns, wenn wir ständig so sind. Mhm. Das muss immer wieder aus der Ruheposition, also wann immer nichts zu tun ist, Ruhe. Und dann gibt es immer nur so, bleib aber bei mir, gell? Ruhe. Mhm. Ah, schau da, Ruhe. Na, gefressen wird jetzt nicht, Ruhe. Wenn Dauergras da ist, gefressen wird jetzt nicht, dann kann ich den Arm hier halten. Aber nur bei Gras. Ansonsten immer wieder Ruhe. Mhm. Weil so lernst du dem Pferd gelassen zu werden, indem du so oft wie möglich Ruhe signalisierst mit deinen Armen. Also ich kann aus dem Stück von der Unterfahrt zum Beispiel bis zu eurem Tor, kann ich 20 Mal einen Akzent geben zum Kommunizieren. Also ich kann immer wieder, so wie hier die Unruhe, die hier ist gerade, ne, kann hier immer wieder sagen, ah ja, schau, das ist der Charlie. Mhm. Also lieber auf diesem ganzen Weg 20 Mal in die Ruhe und ein kurzes Kommunikationszeichen, ja, Charlie, habe ich auch gesehen. Okay. Relax. Ah, das ist Shakira, die ruft. Habe ich auch gesehen. Relax. Mhm. Damit sie sieht, ah, okay, du bist auch wach, aber kommst immer wieder zu deiner Mitte zurück. Das ist ganz wichtig, dass das Pferd das an dir liest, die ganze Zeit. Und das ist das Einzige, wo alle entweder oder. Mhm. Ne? Aber nicht in diesem... Und wenn du dir vorstellst, eben, sie hätte jetzt ein Pferd nebendran, dann würde jetzt, wenn ich mir bloß von ihrem Kopf ausgehe, wenn ihr Kopf gerade ist, ist dein Arm relaxed. Jetzt dürfte dein Arm hochgehen, weil der Kopf geht nach rechts. Mhm. Jetzt geht er wieder in die Mitte, jetzt muss er wieder in die Relax-Stellung. Mhm. Jetzt geht er wieder nach rechts, jetzt kannst du sagen, nicht fressen, gell? Oder guckst du nur. Mhm. Jetzt kommt sie wieder zurück mit dem Kopf, relax. Jetzt guckt sie wieder, kannst du wieder sagen, ja, und hier kommt das nächste Pferd. Alles in Ordnung. Jetzt kommt sie wieder zurück mit dem Kopf, relax. Dann kommt die nächste Ding nach dem Baum, schau, jetzt guckt sie wieder rüber, gehe ich wieder mit und würde wieder sagen, aha, auf wen guckst du jetzt? Ich bin dabei, haben wir gesehen, relax. Auch sie macht es so. Mhm. Ne? Rüber, gerade. Da ist das, gerade. Da ist das, gerade. Mhm. Und das musst du mit synchronisieren, damit das Pferd eben auch wenn sie es nicht macht, ich mache sie dann wieder vor. Das System ist wichtig, dass du zu verstehst, dass sie wirklich sieht, du bist auch wach. Du bist neugierig, du guckst überall hin, aber du kommst immer wieder in deine Mitte mit beiden Armen. Und weiter. Selber? Ja. Vor allem kriegt das Pferd auch das Gefühl, dass du wahnsinnig schnell reagierst, dass du richtig präsent bist. Durch das, dass du eben aus deiner Mitte so oft, ich bin da, bin weg, ich bin da, ich bin weg. Sagt sie immer, immer wenn ich schaue, ist sie auch sofort da, sieht sie sofort, was ich hier zeige. Mhm.
Ne? Wenn du ständig so bist, kannst du ja gar nicht zeigen, dass du schnell bist. Du bist starr. Und starr ist immer schlecht fürs Pferd. Darum kann ich immer auf 100 Meter jedes Pferd eigentlich davon überzeugen, dass ich gut bin. Nur durch diese Kommunikation mit dem Arm. Wechsel, vorgehen, rüber, ich bin da, ich relax, ich bin da, ich relax. Du willst auf der anderen Seite gehen, alles klar. Ich mache einen Wechsel und das Pferd schaut mich die ganze Zeit an und sieht nur, aha, 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 aha. Und irgendwann guckt er nur noch auf mich, egal was draußen los ist, guckt schnell und sagt, was macht sie wieder? Und so bindest du das Pferd an dich. Das ist alles, was es braucht. Mehr braucht es eigentlich gar nicht.